Hallihallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr richtig coole, hübsche, nachhaltige und schnelle Geschenksäckchen selber nähen könnt. Hallo ihr Lieben, ich bin Nastja vom YouTube-Kanal DIY Oil und hier dreht sich alles um die Themen Nähen und DIY. Und heute zeige ich euch, wie ihr solche süßen Geschenksäckchen perfekt für Weihnachten selber machen könnt. Es gibt eine Variante hier mit Tunnelzug oder auch eine Variante, wie ihr die Kordel an der Seite schon mit einnäht, dass das Ganze wirklich super einfach und schnell zu nähen ist. So, kurz vorweg und ganz großes Sorry an alle, die ich jetzt enttäusche mit dem Video heute, weil ich ja groß auf Instagram versprochen habe, dass es hier heute ein Video gibt zum Thema Zuschnitt mit dem Beamer. Das gibt es heute nicht, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich habe ja diesen sehr günstigen Beamer auf einem Amazon-Event gewonnen und wollte testen, ob man mit so einem günstigen Beamer eben auch gut zuschneiden kann. Ich habe das kurz getestet, das funktioniert, aber ich möchte dazu ein ausführliches Video machen. Und das Hauptproblem ist, um die Weihnachtszeit sieht es hier im Nähzimmer aus wie Chaos. Das heißt, alle, die schon ein bisschen länger dran sind, können jetzt schon eins und eins zusammenzählen. Im Dezember, Januar räume ich ja immer das Nähzimmer auf. Und dann ist der Plan, in dem Moment, wo das Nähzimmer clean ist, dass ich dann dieses Video drehe. Es ist also, ich glaube, für Mitte Januar geplant, dass das Beamer-Video kommt. Ich kann euch meinen Beamer jetzt schon mal unten verlinken. Ich habe auch ein Stativ gefunden, was einigermaßen günstig ist, womit das Ganze gut zu funktionieren scheint. So, wir machen jetzt weiter mit dem Video von heute. Das Ganze eignet sich super für Stoffreste. Also das waren hier alles Reste, die ich genommen habe. Und im Prinzip könnt ihr sogar jeden Stoff nehmen, den ihr da habt. Also klar, bei einem Tüllstoff kann man dann irgendwie relativ gut durchgucken und sieht dann schon, was drin ist. Aber auch das wäre möglich und wahrscheinlich ganz hübsch. Ihr könnt sogar Jerseystoffe, Sweatstoffe und Co. dafür verwenden. Der Beutel ist dann elastisch, aber so what? Ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren einen Blogartikel gemacht, wo ich euch 5 verschiedene Arten von Geschenkbeuteln zeige. Ich verlinke euch das Ganze einmal da oben und natürlich auch in der Infobox. Da sind nämlich auch richtig coole und einfache Varianten dabei. Da ist auch ein Jerseybeutel mit dabei, da ist ein Beutel dabei, der hat unten ein bisschen mehr Tiefe. Ich zeige euch da auch, wie ihr das mit Boden näht, wie ihr das mit Futter näht, wie ihr das mit anstatt mit einem Tunnelzug mit einem Knopfloch vorne näht. Und es gibt eine richtig coole Origami-Variante, auch super einfach zu nähen und die sieht so schick aus. Wie gesagt, das ist alles im Blogbeitrag. Heute nähen wir die Variante und eben den Klassiker mit Tunnelzug. Und ich zeige euch heute auch, wie ihr das Ganze auf eure Wunschgröße bringt, also wie ihr das formelmäßig berechnet, so dass das Säckchen nachher so groß ist, wie ihr braucht. Ich hoffe, das Video gefällt euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Was ich hier verwendet habe, ist natürlich Stoff. Da ist im Prinzip egal, was für einen Stoff ihr nehmt. Etwas Band, eine Zickzackschere, die Nähmaschine und optional könnt ihr Bügelbilder, Plotterbilder, Sticksachen und Co. verwenden. Ich habe mir hier in diesem Fall ein Stück Stoff zugeschnitten, das ist 50 x 35 cm. Es geht aber auch jedes andere Maß. Nehmt einfach eure Wunschbreite und verdoppelt die und dann sowohl auf der Breite als auch auf der Höhe 2 cm Nahtzugabe drauf. Wer das bei einem Tunnelzug macht, zeige ich euch nachher noch. Ich zeige hier nämlich die einfache Variante, die super schnell geht und so habe ich auch meine 24er Adventskalendersäckchen gemacht. Ich schnappe mir hier 50 cm Schnur, klappe die einmal mittig zusammen und die Mitte ziehe ich dann nochmal so ein paar Zentimeter nach innen, damit nachher noch so eine Schlaufe zum Aufhängen entsteht. Die ist aber optional, ihr könnt das auch einfach nur einmal mittig zusammenklappen. An der Seite wird die dann auf die rechte Stoffseite gelegt, etwa 3 bis 5 cm vom oberen Rand entfernt, je nachdem wie groß euer Beutel ist. Klappt dann den Stoff rechts auf rechts zusammen und das Ganze wird jetzt an der Seite und an der unteren offenen Kante abgenäht. Das Ganze schneide ich dann mit einer Zickzackschere zurück. Jetzt kommt noch der obere Rand, der wird einfach zweimal einen knappen Zentimeter eingeschlagen und dann ringsherum festgenäht. So, das Ganze wird jetzt noch gewendet und das Säckchen ist fertig.
Ich habe die Säckchen, die ich hier für den Adventskalender gemacht habe, noch mit Zahlen bebügelt. Das ist hier bedruckbare Iron-on-Folie. Dazu habe ich euch auch ein ganz ausführliches Video fertig gemacht. Ihr könnt natürlich auf die gleiche Art auch den Namen draufschreiben oder ein anderes Weihnachtsbügelbild selber erstellen und auf die Säckchen kleben, sodass es eben Geschenksäckchen werden und kein Adventskalendersäckchen. Ich habe hier übrigens auch ein paar Säckchen, die ich mit Motiven besiebdruckt habe. Dafür habe ich einfach Motive aus Vinyl geplottet und auf Siebdruckrahmen geklebt und dann mit Textil-Siebdruckfarbe auf den Stoff gebracht. Zu dem Thema Siebdruck habe ich auch noch mal ein ganz ausführliches Video gemacht und das geht auch ohne Plotter. Kann ich euch auch mal verlinken. So, meine Säckchen sind fertig und ich zeige euch jetzt noch die Variante mit Tunnelzug. Was ich hier verwendet habe, ist ein unifarbener, webbarer Baumwollstoff, aber es gehen auch ganz, ganz viele andere Stoffarten. Eine Kordel und etwas zur Deko, wie hier Bügelbilder, es gehen aber eben auch Label, Stickers zum Besticken und vieles mehr. Zum Zuschnitt, überlegt euch zuerst, wie groß euer Beutel am Ende werden soll. Rechnet dann in der Höhe 7 cm und in der Breite 2 cm dazu. Ich möchte hier zum Beispiel 20 x 25 haben. 20 cm breit, 25 cm hoch. Also brauche ich einen Zuschnitt, der 22 cm breit und 32 cm hoch ist. Und das Ganze zweimal. Messt jetzt an allen Seitenkanten 7 cm von der oberen Kante ab und schneidet den Stoff hier 1 cm tief ein. Faltet den Teil des Stoffs, der eben darüber liegt, genau 1 cm zur linken Seite so ein und fixiert das Ganze an dieser Stelle mit der Nähmaschine mit einer kurzen Naht. Faltet jetzt die beiden oberen Kanten erstmal 1 cm nach links um und bügelt das Ganze und schlagt dann die obere Kante nochmal 3 cm nach unten, so dass sie eben seitlich genau auf die Schlitze treffen und bügelt das Ganze. Und das näht ihr jetzt nah am unteren Umschlag beide Male knappkantig fest. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt an dieser Stelle auch noch ein Label aufnehmen oder den Beutel besticken oder. Die beiden Stoffe werden dann rechts aufeinander gelegt. Näht jetzt die Seitenkanten und die untere Kante fest. Dabei startet ihr genau unter den eben umgenähten Teilen. Schneidet dann die Nähte mit der Zackenschere zurück und wendet den Beutel. Ich habe jetzt hier noch ein Bügelbild aufgebracht, weil ich finde, das lässt sich dann im zusammengenähten Zustand etwas besser positionieren. Am Ende braucht ihr noch die Kordeln. Ihr braucht hier zwei Stränge, die jeweils etwas länger sind als die doppelte Breite des Säckchens. Ich habe hier einmal den inneren Kern rausgezogen, weil ich das schöner finde. Die werden dann einmal von links nach rechts und zurückgeführt und die andere Seite von rechts nach links und dann auf der anderen Seite des Tunnelzugs zurück. Hier werden jeweils noch die Enden verknotet und alles Überstehende abgeschnitten. Fertig sind die Beutel. So, die Säckchen sind fertig und es sind sicherlich nicht die letzten Säckchen, die ich nähen werde. Ich habe letztes und vorletztes Jahr auch schon ganz viele Säckchen genäht und ich sehe auch, dass die wieder in Verwendung kommen. Ich schenke die auch an Freunde. Und die werden dort wiederverwendet. Das ist natürlich nachhaltiger als jetzt normale Verpackung. Natürlich haben wir auch noch Geschenkpapier. Ein paar Sachen werde ich auch in Geschenkpapier verpacken. Ich mache so eine Mischung aus beiden und ich finde diese Säckchen wirklich wunderschön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du neu hier bist, ich weiß nämlich, dass viele von euch, so fast die Hälfte, die Videos zwar gucken, aber gar nicht Abonnent sind. Und deswegen würde ich mich mega freuen, wenn du den Kanal abonnierst und quasi mit dazu gehörst zur DIY-Eule-Community. Ich lade dich quasi hier mit ein. Dann bekommst du nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn es hier was Neues gibt. Jeden Dienstag für dich aufs Neue. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne, kreative Adventszeit. Übernehmt euch nicht und habt ganz viel Spaß beim Nähen und Basteln und Co. Bis nächste Woche, eure Nastja. Tschüss.